CropFM-Ausgabe Nummer 303. Wir schreiben den 12. Juli 2013 und mein Gast heute Abend ist Chris Haderer, ist schon lange her. Später wird, wenn alles klappt, auch Hans Zeger am Telefon zu uns stoßen und Titel der Sendung ist der Datenfall. Auch der CropCom ist wieder offen für die Sendung. Einfach auf die Website von CropFM gehen, cropfm.at, cropfm.at und dann einfach in den Chat einsteigen, Fragen reintippen und wir gehen dann vor einem zweiten Teil gerne ein. Natürlich, dass der Chat jetzt völlig unüberwacht ist, also dafür können wir nicht garantieren, aber er ist ohnehin öffentlich, also ist das egal. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren, von der Startseite aus gratis, so wie alles auf dieser Website. Man kann mir sehr gerne mailen, einfach an cropfm@mur.at oder vom Maillink unterm Header aus. Das Ganze hier erscheint als Podcast bzw. in einem Archiv, wo es als Real Audio und MP3 zum Downloaden verfügbar ist. Man kann einzelne Einträge über die Direct-Link-Funktion gleich unter dem Titel jeder Sendung in Foren und wo auch immer verlinken. Es gibt ein Forum auch zu dieser Sendung, betreut von Valador, Unarmed und Wingman. Coverbild, es ist vielleicht wirklich eines der besten von Matthias Töpfer und die sind eigentlich alle gut. Heute eben wieder von diesem Mann, ganz wunderschön. Man beachte übrigens, dass die Herren die Ohren noch frei haben, das heißt Radio können sie noch hören. Ja, und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne geht über PayPal oder Überweisung. An dieser Stelle an alle, die das schon getan haben, ein wirklich großes Danke. Und da ja mir jetzt eine Siedelei, ein Umzug bevorsteht im September, werde ich in meiner neuen Behausung auch ein Studio einrichten und da werden also diese Spendengelder da zur Gänze hineinfließen und ich hoffe, dass ich dann aus dem neuen Studio weiterhin Spannendes an Sendungen liefern kann. Danke. Gehostet wird das Ganze von Fetsnetz, fetsnetz.it, der Host von CropFM. Raum und Zeit wirken nicht immer gleich, so eine Meldung auf Grenzwissenschaft aktuell. Vor der Entstehung des Universums gab es weder Raum noch Zeit. Wie konnte also die Struktur des Weltraums, die sogenannte Raumzeit, aus einem früheren Zustand heraus überhaupt entstehen? Polnische Forscher beschäftigen sich schon seit Jahren mit dieser Frage und präsentieren nun das erstaunliche Ergebnis ihrer theoretischen Analysen. Nicht alle Elementarteilchen unterliegen dem Einfluss der gleichen Raumzeit. Und was das bedeutet? Gute Frage. Ja, das EOGH verhandelt die Vorratsdatenspeicherung und zwar am 9. Juli startete da vor dem Europäischen Gerichtshof ein Verfahren, in dem entschieden werden soll, ob die
Vorratsdatenspeicherung, also die lückenlose Überwachung aller Telefon-, SMS- und E-Mail-Verkehrsdaten ohne besonderen Anlass. Das ist es ja, immer Vorrat, mit den Grundrechten der Europäischen Union vereinbar ist. Ich hoffe nicht, aber wir werden sehen. Und Hans Zeger, der dann später am Telefon ist, wird uns da sicherlich die letzten Details dazu geben und den letzten Stand berichten. Und Österreich gab ja neben Irland auch den Anstoß für dieses Verfahren. Über 11.000 Bürgerinnen und Bürger haben sich in Österreich an diese Verfassungsklage angeschlossen. Und wie gesagt, letzten Stand dann von Hans Zeger. Und hier geht es sofort weiter mit Christian Haderer. Chris Haderer, der schon bei mir Platz genommen hat. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das also durchaus, naja, ich glaube, an Aktualität kaum übertroffen werden kann, obwohl ja die meisten nur darüber reden, ob er jetzt ein Hochverräter ist und wo er jetzt Snowden. Nur gibt es da ja einiges mehr und auch in Österreich und eigentlich nicht erst seit kurzem, sondern mindestens seit Anfang der 80er. Ich erinnere an das Buch von, sag noch was. Mindestens. Ja, na, irgendwie dein Mikro. Probieren wir das andere. Okay, ja, jetzt bin ich da. Ja, jetzt bist du, das geht besser. Ja, es ist keine Überraschung im Endeffekt, wenn man es genau betrachtet, was da jetzt ans Licht gekommen ist. Es ist nur halt, dass es jetzt einmal in den Medien ist irgendwo. Aber genau. Die Sendung wird zumindest eine der meistgehörten sein. 5 Millionen NSA-Mitarbeiter, die jetzt am Gerät hängen. Ja, hoffentlich können die alle Deutsch oder hoffentlich nicht. Übrigens, diese News, die ich da vorlese am Anfang, vielleicht solltest du das auch immer wieder mal erwähnen, die sind natürlich alle von der Startseite aus verlinkt und da gibt's Unzähliges zu dem heutigen Thema. Ich habe da jetzt in den letzten 2 Wochen natürlich alles Mögliche zusammengetragen von ja, absurdeste Dinge, wie das die Deutsche Bundespost, die Briefsendungen, also die Absender- und Zustelladressen, also Metadatenerfassung lückenlos, auch bei Snailmail und so weiter und so fort. Also man kann da auf der Startseite, also auch zu den, natürlich die Artikel, die ich kurz anspreche, auch da gibt's dann ausführliche Artikel dazu auf der Startseite in den CropFM News und eben gerade zu diesem ganzen Thema, wie soll man dazu sagen? Datenfall eigentlich. Datenfall, das stimmt, ja. Das gibt es natürlich Unmengen. Wie gesagt, das, was mir ein bisschen aufstößt, ist, dass also die Diskussion, gerade in den Staaten, also da gibt es ja wirklich ganz viele, die sind wirklich der Meinung, dass der Snowden eigentlich ein Hochverräter ist. Also, mir fehlen die Worte. Es ist richtig, wenn man sich anschaut, dass Amerika Jagd auf ihn machen will jetzt, ja, quer über den Kontinent. Bitte dieses Theater mit diesem Flugzeug, das, wie heißt er denn? Mit dem Bolivar-Präsidenten, mir fällt der Name jetzt auch Morales. Nicht. Ja, genau. Also, als ich da plötzlich das Titelbild sah, Fischer neben Morales, dachte ich mir, jetzt ticke ich nicht mehr. Es ist aber auch so, dass bei der Hetze, die Amerika in dem Sinne macht, jetzt irgendwo das, was dran sein muss, ganz einfach im Hintergrund, weil wenn er Blödsinn nur gesprochen hätte oder keine Informationen mehr noch hätte, würde dieser Aufstand jetzt einmal nicht geschehen. Ich würde sogar darüber hinausgehen. Wie gesagt, in Anfang der 80er erschien der Puzzle Palace, wo schon genau beschrieben wurde, wie AT&T und andere E-Eule, also diese Hardware installieren mussten sogar, um eben diese Datenströme übers Telefonnetz abzuzweigen. Wir kennen Echelon, das ist ja inzwischen ein offenes Geheimnis. Es ist auch in den Mobilfunkstandards und dergleichen sind verschiedene Dinge eingebaut, ganz einfach, die Überwachung ermöglichen, die das Abfangen der Datenströme ermöglichen. Es ist ein Bestandteil von Standards, über die kein Mensch spricht normalerweise. Ja. Es ist ein Teil des Lebens mittlerweile. Wir müssen uns darüber klar werden, dass wirklich alles mitgeschnitten wird und dass es völlig wurscht ist, welches Gesetz es dazu gibt.
Also offiziell nicht, aber ich meine, was ich noch sagen will, also durch diesen ganzen Datenfall, der da passiert ist, das wurde ja nicht wirklich bestritten. Also normalerweise, ich meine zum Beispiel jetzt Bamford hat man halt einfach ignoriert. Benny, ja, den hat man halt gekündigt. Man hat eigentlich, also ich, das habe ich jetzt nicht genau recherchiert natürlich, aber man hat eigentlich bislang fast alles abgestritten. Also man hatte die NSA überhaupt erst, ich glaube in den 60ern einmal überhaupt erst zugegeben, zum ersten Mal überhaupt, dass es die Agents überhaupt gibt. Das heißt, das war eine Geheimorganisation im wahrsten Wortsinne. Und dann jetzt aber bei Snowden, was zumindest rausgekommen ist, ist, dass das, was er da veröffentlicht hat, offenbar der Wahrheit entspricht, weil dementiert ist es ja nicht worden. Oder? Nein, es ist überhaupt nicht dementiert worden. Ja, also, das hat selber. Es ist eher sogar noch bestätigt worden von einigen Leuten, dass es ja im Sinne der nationalen Sicherheit, der Weltsicherheit, der Terrorbekämpfung passiert. In dem Sinne ist es ja bestätigt worden. Ja. Dass es ist nicht die Tiefe bestätigt worden oder was er exakt im Detail gesagt hat, aber dass diese Überwachungen stattfinden. Und wenn ich ganz kurz nochmal auf den Puzzle Palace zurückkomme, da gibt's ja auch das Gerücht dann irgendwie, irgendwann hat er ja Zugriff gehabt auf diesen Kryptobezirk da, der Autor des Buches. Du meinst den Krypto da in der Nähe von Washington, ja, diese ja, genau. Kleinstadt, wo nur Spooks war, oder? Das ja, ist ja, na, aber da hat er ja auch Zugriff auf sogenanntes NSA-Material gehabt, dann teilweise später auch. Und da geht ja auch das Gerücht wieder, also was im Puzzle Palace drinnen ist, dass das genau das ist, was ihm die NSA mehr oder weniger zur Verfügung gestellt hat. Das sind Freedom of Information Act Dokumente, mit denen es belegt, also ja, das ist das, was, aber man muss ein wichtiges Wort anfangen, das, was die NSA ihm zur Verfügung stellen musste. Ich glaube nicht, dass ihm die irgendwas freiwillig geben. Nein, aber das ist damit ein Bild entstanden, was vielleicht die NSA auch wollte. Ja, gut. Ich mein, im Endeffekt müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es jedes Detail irgendwo aufgezeichnet wird. Ja, es ist auch völlig wurscht, was die NSA will. Die Frage ist, was will ich, was wollen wir? Richtig. Ja, ich meine, was die NSA will, ist mir schleierhaft eigentlich, was die wollen. Ich meine, außer dass halt da, meiner Meinung nach, geht es hauptsächlich um Wirtschaftsspionage. Ich meine, es ist am lukrativsten, Entschuldigung, da braucht man ja kein Einstein sein, dass man sich das an Finger ausrechnen kann. Es ist auch überhaupt im Zusammenhang, die gesamte Überwachungstechnologie ist industriell eine boomende Branche. Also es profitieren ja auch die IT-Firmen und natürlich, alle davon. Natürlich. Die NSA muss nur froh sein, dass sie keine Festplattenabgabe zahlen müssten, weil das könnten sie sich nicht mehr leisten. Dann wahrscheinlich. Ja, die finanzieren sie wahrscheinlich aus der Festplatte. Keine Ahnung. Cui bono ist natürlich auch eine Frage, die wir dann heute noch stellen werden. Na, da sind wir eh schon mittendrin. Also, wie gesagt, das Buch Puzzle Palace, ich habe das verlinkt, weil ich habe das vor ein paar Jahren mal gelesen und da wird ja minutiös beschrieben, wie zum Beispiel die Auswahlverfahren sind, wie die Leute interviewt werden, diese Lügentests, diese extreme Homophobie, die in der NSA geherrscht hat. Warum? Weil die Leute natürlich, wenn sie das quasi in ihrem Privatleben verbergen wollen, warum auch immer, erpressbar werden. Natürlich, du bist angreifbar. Das heißt, die haben wirklich geschaut, was die eigentlich herausfinden wollten, ist, zum einen, sie wollten alles von demjenigen wissen, um ihn eben in Schach halten zu können, und zum anderen gibt es da eigentlich Sachen, die, wenn sie wer anderer weiß, ihn zu einer unsicheren, zu einem unsicheren Glied in der Kette machen. Höchst spannend. Dann so Dinge wie Technologie, also das NSA und diese ganzen Agencies halt, ich meine, da gibt es ja auch den National Security Act von 1947, der gleich ist, also lustiger ist, dass die, also technologisch ENIAC und solche Dinge, dass das alles im Auftrag dieser Agency passiert ist, dass eigentlich diese ganzen Companies damals, also von IBM abwärts, Deck und so weiter, die sind, glaube ich, also das kann man da rauslesen aus dem Buch, auch so groß geworden, weil sie eben diese Milliardenaufträge halt haben. Und überhaupt, man muss jetzt auch sagen, das Positive daran ist, dass natürlich extrem Entwicklung gefördert wurde, Software, Hardware, auch natürlich Miniaturisierung, furchtbar, wobei Apollo da natürlich auch federführend war, aber die Computertechnologie hat auch, glaube ich, deshalb solche Sprünge gemacht, weil da extrem viel Geld geflossen ist. Freilich, das ist klar.
es ist eine unglaubliche Wirtschaftskraft dahinter, auch ja. Was jetzt gerade passiert, in diese Richtung, wenn wir von Big Data reden. Big Data hat es immer schon gegeben, jetzt haben wir nur ein neues Modewort dafür, diese ganzen Datensammlungen. Ja, so Big Data hat es natürlich noch nie gegeben. Schon klar, aber du weißt ungefähr, was ich meine. Und jetzt auf einmal wird es auf der einen Seite für die Industrie vermarktet, also da wird es auf einmal wichtig. Jetzt fängt IBM zu erklären an allen anderen, warum sie diese Daten auswerten müssen. Und wenn es einmal in der Industrie angelangt ist, dann war das vorher schon woanders, das ganze System. Es ist eine treibende Kraft, du brauchst ja teilweise die Forschungseinrichtungen anschauen. Wie heißt Livermore Lab und das Ganze, wofür die forschen auch teilweise. Das ist das amerikanische Militär, es ist die US-Regierung ganz einfach dahinter. Und wir dürfen uns nicht täuschen lassen von dem, wenn wir in der Zeitung lesen, dass irgendwo ein Gesichtsüberwachungssystem doch noch nicht so gut funktioniert. Es ist was anderes dahinter, ganz einfach. Viel mehr. Ja, unlängst gab es zum Beispiel ein Patent, wo man über einen normalen WLAN-Router durch Auswertung, da hat man halt dann also man misst dann halt diese Welle, die da irgendwie reflektiert. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber jedenfalls im Prinzip, es ist nur ein WLAN-Router und in dem natürlich irgendwo eine Messung wird da gemacht. Es geht vom Prinzip darum... Man kann Gesten erkennen. Ja, es geht vom Prinzip darum, dass du, wenn du dich in einem Raum bewegst, ganz einfach die Wellen ableitest. Ja. Und daran wird erkannt, kann das Ding irgendwie auf irgendeiner Software ein Profil erstellen, wie du dich bewegst, wo du dich bewegst, wie du die Hände bewegst. Ja, und wahrscheinlich geht das sogar mit der Hardware, die schon drin ist, weil du hast ja Sende- und Empfangsrichtung und so wie diese Wellen sich dann verzerrt, wieder Empfang. Im Endeffekt ist es, ja, es ist eine sehr interessante Entwicklung, aber wenn man sich das dann anschaut im Detail, dass du vielleicht nur irgendwo auf einem kleinen WLAN-Router das draufspülen brauchst, und Nein. Es gibt ja auch genug Firmen, die dir zum Kabelanschluss den WLAN-Router gleich dazugeben. Ja. Der sich automatisch updatet, die Firmware über das Ding, also die Software kriegst eben, sofort rein. Mit dem du gar nichts mehr zu tun hast, also vom Software-Management her. Ja, woher war's das? Ja. Dass da nicht irgend sowas drauf ist, dass dein Profil nicht ausgewertet wird. Dasselbe in die Richtung. Nicht schon nicht, man macht da keine Sorgen. Aber. Dasselbe ist in die Richtung, wo wir jetzt gehen mit den ganzen Smart Meters. Wo ja die gesetzliche Bestimmung gefallen ist, also du musst nicht mehr updaten, also es gibt keinen Zwang mehr. Im Endeffekt kannst du über solche Smart Meter sehr wohl, also wenn die technische Hintergrundinfrastruktur da ist, sehr wohl feststellen, sogar bis in die Tiefe hinein, welches Fernsehprogramm du dir angeschaut hast. Welches Fernsehprogramm? Wird behauptet, ja. Ah, weil natürlich der Bildschirm mehr saugt, je heller er ist, und wenn man dann die Hell-Dunkel-Muster... Richtig, zum Beispiel. Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es geht bis in diese Tiefe hinunter, ja. Und das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Das ist ein Stromzähler. In Wahrheit nur, ja. Das Sorge ist nämlich, was man nie vergessen darf. Das eine ist das Sammeln der Daten, und das können oft unscheinbarste Daten sein, wie zum Beispiel Stromverbrauch. Das andere ist die Software, die das auswertet. Richtig. Und in beiden gibt es ständig Quantensprünge. Und zum Beispiel diese Technologie der WLAN-Router, die werden für Gestenerkennung eingesetzt, damit man mit seinem Fernseher fuchteln kann. Aber es gibt Software, die kann über solche Gestenerkennungssysteme deinen emotionalen Zustand ableiten. Das heißt, du sitzt dann vor deinem Fernsehgerät und das war's, wie du dich gerade fühlst. Zum Beispiel, ja. Oder kann da jetzt die Werbung einspielen entsprechend, aber diese Daten können natürlich ja irgendwo hingehen und es kann so ein wunderbares Profil von dir erstellt werden. Weil ja, man das ja mit allem verknüpfen kann. Oder du sitzt vor der neuen Xbox, entschuldige, wenn ich das unterbrochen habe, und da weißt du es noch viel weniger, weil die Xbox macht ja unheimlich viele Dinge jetzt ohne. Ja, alle diese Kasteln, die du da irgendwie zubehängst und die dann halt im Netz verbunden sind, ich meine, wer macht denn schon die Mühe und fängt dann an zu messen da und hängt da ein Sniffer dazwischen oder wie auch immer und schaut, was da jetzt drüber geht. Ja? Vor allem, es ist dann alles encrypted, ja, viel Spaß. Da wirst du lang brauchen, bis du da rausfindest, was da echt verschickt wird. Ja? Der IBM-Chef, der Romney oder so ähnlich heißt er jetzt gerade, hat irgendwann einmal gesagt, durch Big Data und durch diese ganzen Analysen ist das Ende der Zielgruppe gekommen. Weil jetzt geht es nicht mehr um eine Zielgruppe, so das ist ein arbeitender Mensch, also so jetzt einmal gesagt, der ist ein Journalist, der ist ein Bauarbeiter, egal. Es geht nur mehr um das Individuum vom Marketing her. Genau. Und in dem Sinn stimmt's auch, weil du wirst jetzt nur mehr
direkt angeschossen. Also ja. Jetzt geht der Schuss zwischen die Augen. Und ich höre schon alle, manche sagen, ja, mein Gott, können sie ja. Ich habe ja nichts zu befürchten. Vielleicht können wir auf das Argument kurz eingehen. Ja, also was ist denn so deine Reaktion dazu, wenn jemand sagt, ja, sollen sie halt meine E-Mails lesen oder sollen sie halt meine Telefone, ich telefoniere eh noch mit meiner Freundin und so. Und auf gut Deutsch muss ich darauf sagen, das ist ein Trottel. Also das ist überhaupt, nein, das ist, das ist, ist, es ist kein Argument, ganz einfach. Ich habe naiv nichts zu verbergen halt. Und deswegen kann man mich auch abhören. Das ist Blödsinn. Jeder hat irgendwas zu verbergen. Und nein, ich meine das jetzt gar nicht in dem geheimen Sinn. Kein Leben muss von Haus aus öffentlich gemacht werden. Ja, wird es halt inzwischen, aber muss es, ne? Eben, also ich habe ein Recht darauf, dass ich in meiner Privatsphäre, in Frieden, unbelästigt von der Öffentlichkeit leben kann. Und wenn ich jetzt sage, ich habe nichts zu verbergen, ist das ein blöder Gedanke, ganz einfach, weil er entwürdigt dann irgendwo. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber es entwürdigt dann. Es nimmt mir meine Würde irgendwo. Ich will alles verbergen können, was ich will. Und damit meine ich jetzt keine Straftaten oder so irgendwas, sondern ich meine einfach, mein Leben gehört mir. Was ich mir mitteile, entscheide ich. Ja. Und nicht wer anderes. Es nimmt mir meine Selbstbestimmung. Ja, es gibt ja Dinge, die sind nicht kriminell und ich möchte es aber trotzdem nicht, dass es jeder richtig weiß. Es nimmt mir meine Selbstbestimmung. Ist ja logisch, einfach, ne? Als Wesen. Ja. Dennoch, also dieses Argument kommt dann halt immer wieder und dann... Es ist ein dummes Argument, weil es, ist ja, weil es stimmt nicht, weil dann schaust du mal ein bisschen weiter in die Tiefe bei solchen Leuten und irgendwie, wenn sie sich mit einem Parkvergehen ausreden könnten, wäre es auch wieder dann schon wieder okay. Also was du runterkommst, irgendwo gibt es immer eine Kleinigkeit. Kein Leben ist wirklich öffentlich, kein Leben ist wirklich korrekt, wenn man es einmal so nennt. Bis im Detail runter. Ja, aber es ist schon normal. Na und es ist ein... Das wirklich Bedenkliche ist dran, gut, ich verwende auch Gmail, ganz einfach, weil mein Ding ist mir doch blunzen. Wenn jemand mich überwachen will, schafft er das sowieso, dann kann ich das gleich bei Gmail machen, weil dann, ja, das ist ein bisschen die Ratio, da kann man natürlich sagen, das ist eigentlich ein Blödsinn, man soll auf seinen eigenen Mail-Server gehen und so, aber wenn man dann glaubt, dass man da sicher ist, ich glaube, das ist noch viel gefährlicher, weil, wieso? Ja, du bist da nicht sicher, weil dann müssten alle anderen auch einen eigenen Mail-Server haben, das geht nicht, du kannst, es ist genau dasselbe, dass du... Es kommt vor allem immer darauf an, wo die Daten auf welcher Ebene die abgriffen werden. Ja, also da, ich kann jetzt, aber je nachdem, wenn das jetzt auf Paketebene passiert, dann ist, die müssen ja in der Leitung drüber, ja. Richtig. Ja, oder verlege jetzt meine eigenen Internetleitungen zu jedem, mit dem ich einen Mail-Austausch betreibe, ja. Das heißt, man kommt denn nicht aus. Du kommst das kannst aus, vergessen. Du kannst da 100-mal jetzt irgendwo im Handyshop ein Wertkartenhandy kaufen. Wenn du dann glaubst, dass du anonym bist damit, hast du dich weit getäuscht, weil du rufst andere Leute an. Und über diese Ebene bist du wieder zurückfindbar, wo du hinkommst. Es gibt in dem Sinn, außer Komplettverweigerung, keinen Ausstieg. Und nicht einmal die Komplettverweigerung wird funktionieren. Ja, dann musst du aber wissen, wo über Verkehrs- und Überwachungskameras hängen. Oder du darfst niemandem zu nahe kommen oder nie irgendwas sagen, wenn irgendjemand ein Handy da irgendwo hat, weil das vielleicht und vielleicht sogar noch damit telefoniert, ne? Weil es könnte ja das Handy gehackt worden sein. Und ich meine, also, das funktioniert ja. Ne? Und das Schöne ist, was wir alles freiwillig dazu tun. Schau dir zum Beispiel nur an bei Google, wenn du ein Android-Handy hast, den Standortverlauf an, den du aktivieren kannst. Das ist ein komplettes Profil von dir, wo dein Handy überall, also du mit deinem Handy warst, den kompletten Tag. Ich habe sowas aktiviert gehabt und habe mir das einmal 2 Wochen angeschaut. Und wenn du die Maps übereinander legst, man davon abgesehen, dass man sofort weiß, wo du wohnst, weil das ist der Ausgangspunkt, ganz einfach immer. Ja. Aber du kriegst wirklich problemlos, da musst du jetzt gar kein großer Profiler sein, wenn du nur die Maps übereinander legst, kriegst du ganz einfach die Hotspots in einem Leben von einem Menschen, außer nach 14 Tagen. Ja. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber das macht man freiwillig. Weil es so schön ist, dass wir uns anschauen können, wo wir waren, oder dass wir uns eingecheckt haben mit irgendeinem so System im nächsten Gasthaus. Es ist interessant, wie schnell dann Sachen plötzlich so selbstverständlich werden, weil ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren habe ich mit Leuten gestritten, wenn sie mir nicht glauben wollten, dass Handys Positionsdaten übermitteln und speichern, dass es sogar notwendig ist, um das zu verrechnen. Richtig. Das haben die wenigsten geglaubt. Ist eine gewisse neue, weiß ich nicht, ein Wunsch, Naivität. Inzwischen sagt man, ja, klar, sicher.
Weil du hast ja dein Navi im Handy. Das sind ja alles Convenience-Produkte jetzt mittlerweile, die daherkommen, um dir ist auch super. Das Leben Navi zu... Nein, natürlich. Super. Das glaube ich da schon. Ja. Hätte ich auch nicht hergefunden da heute. Was? Du findest gar nicht mehr. Aber ja. Nein, es sind ja alles Produkte, die dir das Leben erleichtern wollen. Ja, ja. Aber aus Gegenleistung dann ganz im Hintergrund. Zugriff auf dein Adressbuch, Zugriff auf deine SMS, Zugriff auf die Netzwerkfunktion, Zugriff auf das Bam-Bam-Bam. Im Hintergrund, im Kleingedruckten. Nee. Ja, und diese, das Problem ist nämlich auch, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe nichts zu verbergen, ja, gut, ich habe auch kein Problem. Wie gesagt, ich bin bei Gmail und inzwischen wissen wir ja offiziell, dass, dass da große Verbindungen herrschen zu der Agency. Aber das Problem ist, es wird ja jeder kompromittierbar. Das heißt auch Personen, die in Verantwortungspositionen sitzen. Jetzt wird ja immer wieder behauptet, dass ja die Politiker eh alle Gauner sind. Ja, überlegen wir uns mal, was das heißt. Wenn jetzt wirklich alle Politiker Gauner wären, ja, was mit Sicherheit nicht stimmt, nein. Aber natürlich gibt's immer, wird ja auch bekannt, dass da also krumme Dinge laufen. Naja, wenn jetzt jemand Zugriff hat auf all deine Kommunikationsarten und so weiter, der kommt relativ schnell drauf, dass da was läuft. Und noch bevor das in der welcher Zeitung auch immer steht, weiß er das und kann diesen Politiker erpressen. Natürlich. Ja. Ja, und dass das egal ist, das kann mir jetzt aber keiner erzählen. Nein, natürlich ist das nicht egal. Das ist, ja. Ich meine, hallo. Ja. Es ist halt, es betrifft dann nicht nur einen selbst, es betrifft dann wirklich alle. Und das ist, und auch, was heißt das für eine Demokratie? Ich meine, wie kann da noch eine Demokratie funktionieren, wenn ich, wir haben da ein Video auch gepostet, wo also der, einer der Wahlkampfmanager, der Marketing, unglücklich ist. Ted Joff, das war quasi bei der Kampagne Obama for America, beim letzten Wahlkampf, hat er den Online-Wahlkampf quasi geleitet. Die haben mit Big Data gearbeitet, also die haben unheimlich, also sie haben klassische Wählerdaten gehabt, haben die mit neuen Daten aus, auch aus Facebook und aus allen möglichen Quellen verknüpft und haben auch Simulationen gefahren. Also die haben pro Tag ungefähr 60.000 bis 75.000 Simulationsmodelle gefahren, wie sie was entwickeln kann in einem der Battle States in Amerika und haben diese Ergebnisse unmittelbar dann in Facebook-Kampagnen einfließen lassen. Mhm. Indem sie auf die Ebene gegangen sind, dass sie jetzt eben, die Zielgruppe gibt es nicht mehr, es gibt das Individuum, quasi direkt angesprochen mit Glaubwürdigkeit und so weiter argumentiert haben und sowas. Also die haben wirklich einen, das war der erste Big Data Wahlkampf eigentlich, den es gegeben hat, der auch zum Teil über Facebook entschieden wurde. Die haben auch ihre absolut nicht unerheblichen Wahlkampfmittel extrem gezielt einsetzen können, weil die auch wussten, welche Leute sie gar nicht belästigen müssen, weil es eh keinen Sinn hat. Richtig, und außerdem hast du über Facebook mehr Amerikaner erreicht, als überhaupt zur Wahl gegangen sind. Mhm. Also wie hat der Ted Jobs gesagt, almost every American, ja, also fast jeden Amerikaner hat er erreicht damit. Mhm. Und das ist schon ein Mittel, also da sind die Österreicher eh noch ziemlich weit hinten bei solchen Sachen mit Social Media Kampagnen und dergleichen. Strache gesperrt, das neuerdings ja wieder jetzt. Hast du es noch nicht gehört? HC Strache betreibt jetzt gerade Werbung, dass er schon wieder mal sein Facebook-Zugang gesperrt ist, aber diesmal, weil er böse über Amerika gesprochen hat. Er, der Gute. Wollte nur so ein Detail. Das ist ungefähr die Ebene, wo der Wahlkampf in Österreich läuft, über Social Media. Ja, aber es ist ein Machtmittel irgendwo, wenn du Leute wirklich so gezielt ansprechen kannst. Irgendwo? Ja. Ich meine, ich kann ja jeden beliebigen Menschen da ins Weiße Haus hieven. Entschuldigung, und ich meine, inzwischen haben wir halt leider, auch ich, alle feststellen müssen, dass der Obama da nicht ganz das verspricht, was er hält, und Change doch eher Kleingeld war als Veränderung. Yes, we can. Yes, we can. ja, wirklich enttäuschend nämlich, und dass eine Demokratie, wo nicht nur, dass ich im Vorhinein genau weiß, wie da abgestimmt werden wird, sondern dass ich natürlich auch die Leute, ich kann ja profilen, ich kann also Profile von jedem Einzelnen erstellen. Natürlich. Und kann gezielt auf das losgehen. Ich meine, ich frage mich natürlich, wie das dann ist, wenn bei der nächsten Wahl, es sind sicher beide Lager so drauf. Irgendwie hebt sich das dann wahrscheinlich auch wieder auf. Aber ich stelle ja noch die provokantere Frage dann vielleicht drauf, funktioniert eigentlich Kapitalismus so?
Das ist eine wirklich gute, das ist ja. eine gute Frage, ja. ja. Weil ja. LIBOR-Skandal und so weiter. Wenn ich freie Marktwirtschaft, und da redet es noch gar nicht von High-Speed-Trading, wo ich dann, das ist ja auch eine Art von Überwachung, wenn ich sage, ah, da kommt jetzt ein Deal rein, ich hänge mich schnell davor, kauf mal die Aktie, verkauf sie dann schon ein bisschen mehr, das ist ja nichts anderes, aber und das zerstört Kapitalismus ja auch, aber wenn ich dann Zinsen manipulieren und so weiter und diese Mittel, wie auch immer, ja, einsetzen kann und diesen unglaublichen Informationsvorsprung habe, genau weiß vor der Verhandlung, wie Merkel argumentieren wird, vielleicht sogar. Ne? Die Deutschen hüpfen ja auf und ab, den Amis ist völlig wurscht, die ist auch eine Überschrift in den News. Wenn ich genau weiß, wie die meisten ticken, welche Aktie vielleicht jetzt boomt, welcher Großaktionär in was investieren möchte und so weiter, ja, dann kann ich dann nicht mehr von einem freien Marktwirtschaft reden. Funktioniert ja nicht mehr. Inhalt. Weil ich nochmal sagen, das mit der Zielgruppe, wo der IBM-Chef gesagt hat, ja, der hat auch in diese Richtung argumentiert, auch IBM, dass in Zukunft Geschäftsführer von Unternehmern, deren Intuition sei nicht mehr gefragt in Zukunft, denn es werde alles auf Basis von Business Analytics entschieden werden müssen in Zukunft. Also was die Zahlen sagen, so machen wir es. Also kein eigenes Empfinden oder sowas mehr. Super, dabei. Das geht total schief. Ja. Ich glaube auch, dass das total schief ist. Ja. Weil natürlich alle dann so anfangen, und wenn man das weiß und wenn man die Modellierung kennt, wenn man das Modell kennt, kann man das Modell ja auch manipulieren. Man kann ja, das heißt, das wird dann ein ständiger Wettlauf und am Ende muss dann erst wieder intuitiv Modelle erstellen, damit es dann. Es ist ja lustig. Auf der einen Seite ist es lustig, auf der anderen Seite ist es leider Gottes tragisch. Es ist zum Totlachen. Ja. Im wahrsten Sinne. Ja. Jetzt natürlich alle reden über Snowden, das ist eine furchtbare Farce, die da abläuft. Ich meine, Obama, ich mache kein Obama-Bashing, das ist mir doch zu blöd, aber trotzdem, er sagt so Sachen wie, na, ich werde doch nicht wegen einem, irgend so einem unwichtigen Typen da F-16 aufsteigen lassen, um sie, da ruft wer an, soll man jetzt einfach einmal reinnehmen? Ja, du. Hallo? Ja, hallo? Ja? Martin am Apparat, hallo? Du willst was zur Sendung sagen? Ja, gerne. Dann bitte, tu das. Also bin ich schon on air. Du bist on air, natürlich. Ja, hallo, ihr zwei. Ja, eine wunderbare Sendung, genau. Lustig und tragisch zugleich. Ja. So, Brasil trifft 1984 oder so. Ja. Und feiert ich wollte nur einen kleinen Einwurf machen, wenn ich darf. Nur so ein kleines Gewürz. Nämlich, du kannst schon, oder? Bitte korrigiert mir, wenn sie das anders seht, du kannst schon E-Mails verschlüsseln, ne? Mit hinreichend großen asymmetrischen Schlüsseln, ne? PGP und so, das geht schon, dass du da sicher sein kannst, zumindest für die nächsten paar Monate oder Jahre, dass das nicht gleich geknackt wird, aber schon, oder? Sagst du nichts Gegenteiliges, das ist das Schöne, ne? Oder? Wie lang die dann sicher sind, dauert. Ja, nein, ich sage ja, hinreichend groß heißt bis, ja, absehbarer Zeit nicht und dann schon, ne, das meine ich ja. Also, du hast da ein bisschen einen Vorlauf, kannst zumindest geben, ne, nicht gleich sofort, aber viel Spaß beim Ausbeißen. Ja, kannst machen. Das geht schon, ne, also das ist ja mal das Schöne und der Hoffnungsschimmer, aber in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, das wollte ich nur kurz einstreuen, ist mir gleich das Tragische und das Traurige auch gleich dazu eingefallen, dämmert schon. Das Problem ist, du darfst unter Empfänger oder sonst wer, du darfst die nie wieder entschlüsseln. Weil sobald jemand diese, um die als Mensch lesen zu können, ne, sollte man sie wieder entschlüsseln. Ja. Und sobald das passiert, kannst du die Wellen vom Monitorsignal abgreifen oder ganz banal einschauen, ne, ins Fenster. Ja, da ist einfach ein Trojaner auf dieser Maschine und der schlägt. Ja, genau, ja, jedenfalls. Ja. Genauso wie du dir auch. Es krankt immer an irgendwelchen Banalitäten. Es ist genau, wie du dir auch nicht hundertprozentig sicher sein kannst, ob in Kryptografieprogrammen manchmal nicht doch eine Backdoor drin ist. Ja, genau. Der verschlüsselt zwar alles, schickt es aber gleichzeitig an gewisse Organisationen. Wie Hans Zeger übrigens in diesem Video, das ich sehr schön gemachte Videos gewiss, sagt, ist es so, dass du dich durch Verschlüsselung eigentlich verdächtig machst. Ja, und dann erst recht die Hunde loshetzt und die haben dann schon noch andere Mittel, eben, dass sie dann Trojaner schicken oder so, dass du dann erst recht überwacht wirst. Das heißt, der Schuss kann nach hinten losgehen. Das heißt, das ist das Äquivalent, als wenn du auf den roten Knopf drückst, so irgendwie, hier bin ich.
Nein, und wegen dem Ganzen und wenn man das auch alles viel zu umständlich und mir ist das einfach zu blöd, ja, habe ich den Entschluss so gut, ich gehe zu Google, das ist nämlich ja, ich mag die Software von denen. Also ja, Google ist technisch, finde ich sie großartig. Do no evil, ich bin mir nicht so ganz sicher, gell? Also, ja. Und, aber ja. Das ist amerikanisches Do no evil. Halt, mir ist gerade was eingefallen. Ja? Es gibt doch eine Verschlüsselungsmethode, die immer greift. Ha, hurra, ich weiß nicht, wo mir das jetzt zugeflogen ist, die Institution, aber du schickst, ist natürlich auch wieder, spricht wieder deinem Argument entgegen, dass das mühsam ist, aber du brauchst ja nur 10 E-Mails verschicken, alle sehr, sehr ähnlich, so wie Multiple Choice. Nur eine ist die richtige und die anderen 9 sind Kauderwelsch, also jetzt inhaltlich, die sind sich aber sehr ähnlich. Und du musst nur mit deinem Partner oder mit dem Kommunikationspartner eben ausmachen, welche. Also du erzeugst 90% Müll. Ja, du erzeugst 9 Fakes und dann kommst du schon durch. Ne? Also das kann nämlich kein, das ist banal und simpel und geht immer. Also ich weiß nicht. Das kommt davon an, inwieweit. Und das Entschlüsseln steht nur im Kopf des Empfängers. Der schaut sich alle 10 an, gleich lang am besten, am Bildschirm. Genau. Ja, okay. Wenn ist cool, oder? Es gibt ja solches Verschlüsselungsverfahren mit eben, wo du einfach dich absprichst. Ne? Das geht natürlich. Das geht, ja. In der Praxis scheint es mir aber dann doch ein bisschen aufwendig im Alltag. Ja, das sage ich. Weil bei 2 E-Mails bringt es nichts, 50%. Du musst mindestens 10 zu 1, ne? Weil Ja. Na, aber jedenfalls danke, Martin. Ja, okay, das waren die kleinen Einwürfe und wir lauschen weiter, gell? Auf der ja. Wir hören ja nicht allein zu. Okay. Na gut, okay, ja, schöne Sendung noch. Ja. Und, ja. Okay, ciao. Danke, ciao. Ja. Aber das ist recht, ne? Das ist, man kann natürlich, es gibt natürlich Wege, das zu umgehen, aber dann irgendwann wirst du halt wahnsinnig, ne? Und daher, das Problem ist halt nach wie vor, es muss ja irgendwie einen vernünftigen Zeitaufwand und alles darstellen. Wenn mir ist das blöd. Ja, ist dann du musst ja dann auch mit deinen Partnern, die müssen ja dann auch das Verschlüsselungsverfahren kennen und alles. Du musst ja das alles abstimmen. Da baust du schon wieder Infrastruktur auf. Na, ich habe es ja insofern auch gut. Ich meine, es stehen fast 300 Sendungen online von mir. Wenn jemand von mir ein Profil erstellen will, ich glaube, da ist genug Information da. Ich habe sozusagen eh nichts mehr zu verbergen. Und ehrlich gesagt, mir wieder das auch an und wurscht. Es ja, aber es geht im Endeffekt kann was an, mit wem du Abendessen gehst. Natürlich Beispiel. Nicht. Es ist kein Geheimnis in dem Sinn, aber es geht kann was an. Nein. Punkt. Nein, das ist ja das Widerwärtige dran. Mhm. Das ist wirklich widerwärtig. Also es ist echt. Bleh. Aber gut, es geht, es ist möglich, also wird's gemacht. Was soll man machen? Das ist bei jeder Technologie so, wenn es möglich ist, wird sie einmal ausgenutzt. Das war damals schon, als die auf der Autobahn die automatische Kennzeichenerkennung und die Plaketten und das alles, die Section Control eingeführt wurde. Wurde gesagt, es wird nie für irgendwelche andere Zwecke verwendet oder so irgendwas. Und sofort, nachdem das da war, sind die ersten Anfragen schon gekommen, dass es auch für Strafverfolgung und verwenden. Weißt du, jetzt ist ja ein tolles System, du hast, wenn einer durch die Section Control fährt, du hast jedes Kennzeichen, das sich auf einer Autobahn bewegt. Mhm. Wahnsinn. Und es ist sogar recht gut zu argumentieren, weil man kann sagen, ja bitte, was ist denn da für ein Unterschied? Wir könnten ja auch einen Beamten, ein paar Beamten sein und die tun halt mitnotieren. Mhm. Aber wir ersparen dem, wirklich, das kann man so wie das argumentieren, wir ersparen da Millionen von Schilling, Schilling, was reden? Also irgend so ein Papiergeld halt, wir versparen, weil wir das eben elektronisch machen und wir nutzen das, was schon da ist. Also wie toll sind wir denn? Und es geht noch dazu besser, ne? Und überall. Und dann sind alle viel sicherer. Und wie Hans Zeger, den wir vielleicht jetzt anrufen können, vielleicht gehen wir noch kurz auf die Vorratsdatenspeicherung ein, wie der so wunderbar gesagt hat, und das möchte ich ihn anfangen, er hat gesagt, also wenn wir wirklich alle sicher sein wollen, wenn wir so Angst haben, dann müssen wir uns alle freiwillig einsperren lassen. Richtig, alle. Richtig. Wirklich alle. Richtig. Und dann ist aber die Frage, aber dann gibt es noch die Gefängniswächter, die müssen dann eigentlich auch eingesperrt werden. Weil also irgendwie, wenn man diesen Gedanken, und das tut halt nie, fast nie jemand, also es wird nichts zu Ende gedacht. Nie. Prinzipiell. Ich weiß nicht warum. Das ist auch ein Gedanke, den kannst du in Wahrheit gar nicht zu Ende denken, weil geht ins Nichts, wenn du es so mal nimmst dann. Ja, weil wir sind wirklich dann alle im Häfen. Ja, aber wir gehen ja gerade ins Nichts. Ich meine, das ist ja, da bricht ja alles zusammen, meiner Meinung nach, wenn man so auf dem Weg weitergehen. Das kann es ja nicht sein. Es ist ein furchtbares Gesellschaftsbild, was wir damit zeichnen eigentlich, weil es ist eine Gesellschaft ohne Vertrauen
ohne Wärme zu jemandem anderen, das ist eine Gesellschaft, die ich so nicht will. Ja, sonst Wärme, einfach, ja. Ich meine, es ist immer wer da, ja, der zuhört. Das kann toll, man ja. Und er hat auch vielleicht gute Tabletten dabei. Ist egal, ja, aber es ist eine Gesellschaft, die ich nicht für wirklich überlebensfähiger halten würde. Der Schilling kommt eh bald wieder, schreibt Trust No One. Und eine autistische Gesellschaft, weiß gar nicht so sehr, wenn man sich anschaut, wie extrovertiert die Leute auf Facebook sind, das ist eigentlich fast das Gegenteil, aber gut. Schau doch gerade, ob da noch irgendwelche Fragen jetzt im Chat sind. Im Moment sehe ich da jetzt keine. Kann der Tarek auch Hochdeutsch sprechen? Ja, wenn ich mich bemühe, aber warum? ist mir doch zu blöd. Ich muss aber jetzt nicht steirisch, oder? Nein, muss nicht. Gut. Dann tun Sie ja die Reizwortchecker viel leichter, wenn ich jetzt noch mehr Hochdeutsch spreche. Ja, also den Bamford haben wir ja schon. Das letzte Buch von ihm ist die Shadow Factory. Der war ja auch jetzt Überraschung. William Binney wollte ich noch ansprechen, der also auch ein langjähriger Mitarbeiter, technischer Direktor, der also 2001 ausgepackt hat. Hat jemals von ihm wer was gehört? Nein. Snowden eben jetzt ganz groß da. Warum auch immer, gell? Also Snowden ist jetzt ein Medienereignis. Auch wenn ich mir anschaue, dass jetzt die Grünen eine Kampagne da machen, Stimme, also ich unterschreibe eine Petition, Snowden Asyl in Österreich und sowas, ja. Es ist was um den runter, hast du das mitbekommen? Ah, deshalb haben vielleicht das Flugzeug rund, vielleicht in Österreich gelandet, weil es gehofft haben, dass Snowden ist drin, damit sie ihm Asyl geben können. Vermutlich, ja. Das sind die Grünen. Naja. Ach Gott. Es ist furchtbar, was in dem Umfeld ganz einfach auch passiert und mit welchen Dingen auch in Österreich dann jetzt Stimmung gemacht wird. Weil es auch von dem eigentlichen Thema ablenkt. Es geht nicht darum, dass du jetzt nur so sagst, Snowden Asyl hier in Österreich und das war es dann irgendwie und jetzt sind wir böse auf die Vereinigten Staaten. Die Dinge müssen, ja, das hilft, wenn man es bespricht. Ja, ne? Niente. Jetzt sind wir böse auf die Vereinigten Staaten. Ja. Problem ist, wenn Sie böse sind, hat das wirklich, haben wir wirklich ein Problem. Wir können eh ruhig böse sein. Vorratsdatenspeicherung. Vielleicht ein paar einleitende Worte und dann vielleicht gehen wir weiter an den Herrn Dr. Hans Zeger. Es gibt sie seit dem 1. April vergangenen Jahres. Ja, es war kein Scherz. Ja, es war kaum als guter Scherz, aber es war jeder, der gewusst hat, worum es geht, kommt seitdem aus dem Lachen kaum mehr raus. Ja. 6 Monate werden alle Verbindungsdaten gespeichert. Also deine Positionsdaten, wo du bist mit deinem Handy oder deinem Tablet, wem du ein Mail geschickt hast, welche Seiten, die du angeschaut hast, unter Einschränkungen. Es werden normalerweise keine Inhalte gespeichert. Das wäre so. Also es werden schon auch von den Providern natürlich, und zwar jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt bei irgendeinem CI-Note oder der Telekom oder irgendwo ist, diese Logs müssen ja auch gespeichert werden. Ja. Das heißt sehr wohl natürlich, wenn jemand will, kann er sich genau anschauen, wo ich überall unterwegs war. Ja, Internet, wobei ja, witzigerweise aber nicht alle Provider dazu verpflichtet sind. Wenn du jetzt einen Mail-Account bei Google hast, Google ist nicht verpflichtet zur Vorratsdatenspeicherung. Es betrifft zur österreichischen. Also, ja, ja, zur österreichischen Vorratsdatenspeicherung. Ja, super, ne? Aber die arbeiten ja zusammen, wie wir jetzt immer gesehen haben. Also zwischen NSA und auch Österreicherin gibt es Verbindungen und die, es ist ja sicher nicht nur so, dass da jetzt Informationen von Österreich dorthin fließen, die kriegen sicher wieder auch was zurück. Also, was ich damit sagen wollte, es gibt Provider ab einer gewissen Größe sind dazu verpflichtet, Vorratsdatenspeicherung zu machen. Ja. Und es müssen österreichische Firmen sein. Also wenn du jetzt, so wie Google ja einen Sitz in Irland hat oder sowas, ist es nicht dazu verpflichtet. Hm. Es gibt eine Liste, die gibt es auch bei der... Da bin ich jetzt echt beruhigt. Ja, da bin ich auch total beruhigt irgendwie. Ja. Da musst du wirklich deinen eigenen Mail-Server dann betreiben und das ist auch wieder wurscht, weil der rennt über Trägernetz dann irgendwo drüber. Ja. Es ist völlig holler, was du machst. Ja. Ja. Nein, also entweder du verwendest elektronische Medien oder nicht. Und irgendwie hat das immer so ausgerückt, wenn ich also im Internet bin, das ist so, wie wenn ich nackt über die Autobahn laufe. Ne? Also nicht ganz so gefährlich, aber... nicht ganz so gefährlich, ja. Aber es kommt aber hin, aber auch nicht ungefähr so lustig. Naja, je nachdem, wie lustig war das Ziel, okay. Das ist ein Thema für andere Sendung. Für völlig andere. Ja, das war's zur Vorratsdatenspeicherung. Moment, Vorratsdatensteigerung. Aber das klingt ja so gut, ne? Vorrat.
Ist ja immer gut. Vorrat ist immer was Gutes. Immer gut, immer. Wenn man was hat im Winter. Und ja. Warum keine Daten auf Vorrat an? Was ist, wenn uns die Daten ausgehen? Denkt ihr ja darüber nach? Nein, wir tun was dagegen. Weil es ist also, ich weiß nicht. Es ist zwar, klingt zwar blöd, aber es klingt eigentlich positiv. Vorrat. Hast du irgendwann einmal als Wahlkampfleiter gearbeitet? Aber ich meine, wirklich jetzt. Das heißt, es wird alles gespeichert und dann eben. Und ich glaube, der Schwellwert ist, glaube ich, so 2 Jahre Gefängnisstrafe müssen da irgendwie. Es muss eine Straftat da sein und ich glaube, es ist ein oder, das kann der Hans nachher besser sagen, 1 oder 2 Jahre. Also es muss eine schwerwiegende Straftat sein, in dem Sinn. Es heißt ja, nicht, dass. Fensterscheibe, heißt, wie der Hans Zeger sagt. Grad, ja. Es heißt nicht, dass diese Strafe auch ausgesprochen werden muss, sondern nur, dass der Rahmen da ist. Mhm. Wenn du jetzt bei einem Juwelier oder bei einem, weiß ich nicht, muss kein Juwelier sein, wenn du da bei Helsinki die Fensterscheiben einhaust und wegrennst, bist du mit allen Kosten locker in dem Bereich einer schweren Straftat, wo dann bereits die Vorratsdatenspeicherung angefordert werden könnte. Und ich habe jetzt irgendwie ein Zeug gelesen, 346 Fälle oder sowas hat es gegeben im vergangenen Jahr, wo Auskunft angefordert wurde in Österreich. Wie sicher ist man sich eigentlich, dass es nicht doch mehr waren? Du kannst da gar nicht sicher sein. Das ist ja gar nicht. Wie wollen wir das überprüfen? Es gibt ja keine Kontrollmechanismen für das Ganze. Ich bin jetzt ein misstrauischer Mensch, aber ich glaube das immer alles nicht. Und dann kommt es immer aus, dass man dann eh recht gehabt hat. Das ist ja das Schöne, es sind ja keine Kontrollmechanismen dafür eingerichtet worden. Wien auch. Ne? Das ist ja alles geheim und muss ja alles geheim sein, weil ja die Terroristen so böse sind und so. Und dann kämen die Terroristen vielleicht auch noch drauf, dass sie nachfragen, ob sie ausgeforscht worden sind. Ne. Vergangenes Jahr dann irgendwie. Mhm. Im Endeffekt musst du genauso gelten, aber auch noch andere Gesetze im Umfeld. Die Vorratsdatenspeicherung ist ja etwas, was rückwirkend dann passiert, also die Auswertung rückwirkend passiert. Wenn aufgrund der Vorratsdatenspeicherung eine Überwachung stattfindet, musst du ja genau genommen sogar verständigt werden. Das passiert ja auch nicht gleich. Und wenn du jetzt überwacht wirst, wirst du nicht du allein überwacht. Es wird so dein Telefon überwacht. Aber als Kollateralschaden alle Leute, auch mit denen du zu tun hast, natürlich, oder telefonierst zum Beispiel, oder E-Mail schickst. Genau. Also das ist ja keine so eine kleine Angelegenheit. Das ist verheerend. Ja. Also ich meine, potenziell verheerend. Meistens ist es eh wurscht. Deshalb kratzt es ja auch keinen, aber irgendwer hat auch einmal, wer war das jetzt, so Kill Switch to Totalitarianism, also quasi, man hat so den Zündschlüssel für ein totalitäres Regime jederzeit mit diesem Datacenter in Utah. Zum Beispiel. Wenn jetzt wirklich, ich meine, ich kann mir das ja kaum vorstellen, aber wenn jetzt wirklich die gesamte Kommunikation im Netz gespiegelt werden sollte dort, zumindest der Zeitraum damit aufbauen und diese ganzen Analyseverfahren darüber fahren können und diese unglaubliche Modellierung, die da gemacht worden ist, die diese Analyseverfahren so effizient machen, bla bla. Ich meine, wie sollen da, wenn jetzt wirklich zum Beispiel, man stelle sich vor, Nazi-Deutschland mit dieser Technologie. Ich meine, das ist ja eines der Probleme. Wir reden zwar jetzt einmal über, wir leben in einer Demokratie, jetzt brauchen wir diese Instrumente, um die Demokratie zu sichern. Das ist ja eines dieser großen Argumente. Nein, zerstören Sie dadurch. Ja, warte. Aber was ist, wenn jetzt wer anderer an die Macht kommt? Dann sind nämlich die Instrumente immer noch da. Und können in eine ganz andere Richtung eingesetzt werden. Aufgesehen davon, ja. Ja. Wir zerstören auch die Demokratie. Und ich komme nochmal auf diesen blöden Begriff des Vertrauens zurück. Also, es ist zu wenig Vertrauen ganz einfach auch in der Gesellschaft da. Ja, gut. Und böse Terroristen, natürlich, es gibt böse Terroristen, das ist ganz klar, aber stellt sich ja nicht die Frage, warum die böse sind? Zum Beispiel. Vielleicht, könnte man das nochmal machen, was da jetzt eigentlich überhaupt genau passiert ist, geschichtlich, und ich meine, das wäre mal ein guter Ansatzpunkt, zum Beispiel, dass man das rausfindet, dass man an die Ursprünge zurückgeht, also die Wurzel mal findet von dem Ganzen. Aber warum? Das ist weder lukrativ, natürlich nicht, und leider viel zu effizient, das Problem wäre gleich gelöst und so weiter. Und deshalb glaube ich, aber das bin jetzt wieder nur ich, dass man diese Lösung nicht mag, sondern eher so, na, du musst vom anderen Ende aus angehen. Ja? Na, vor allem das, wenn man an die Wurzeln zurückgeht, könnte das ja auch strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft bedeuten. Dass man herausfindet, es liegt an dem und dem irgendwie. Ja. Man muss was in der Gesellschaftsstruktur oder. Das wollen wir ja gar nicht, weil es ist ja alles so super. Richtig. Es geht dann bis du nach unten und da kommt halt dann nichts raus. Ja, also zum Beispiel in Griechenland und in Spanien, es ist alles total super. Ja, also, ja. Ja, gut.
kann man gar nicht mehr so viel hinzufügen derweil einmal. Ich würde sagen, wir schalten jetzt vielleicht einmal zu unserem Telefongast. Rufen wir den Hans an. Und spiele jetzt kurz eine Nummer und dann schauen wir mal, was der Herr Dr. Zege dazu zu sagen hat. Bird in my head, honeybees instead. I got bird in my head, honeybees instead. I got bird in my head, honeybees instead. I got bird in my head, honeybees. Birds in my head, wanna have honeybees instead. I got birds in my head, wanna have honeybees instead. Bees instead. Ja, bei uns am Telefon ist Dr. Hans Zeger, hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag, freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, bei uns ein bisschen hereinzuschauen. Der Christian ist auch bei uns. Ich wollte nur begrüßen. Hallo Hans. Ja, servus, grüß dich. Wir haben jetzt gerade, also wir sprechen heute über, die Sendung heißt der Datenfall und wir sprechen einfach über diese ganze Geschichte, die jetzt da ins Rollen gekommen ist, natürlich NSA und so weiter, Snowden ist in aller Munde, aber es gibt ja viele Themen, die seit Jahrzehnten eigentlich schwelen und seit vielen, vielen Jahren, Chris Hader hat das auch auf meiner Sendung von Anfang an eigentlich immer wieder in den Big Brother News behandelt. Da waren auch Sie sehr oft zu hören, Herr Zeger. Und also Sie sind sicher kein Unbekannter für meine Hörerinnen und Hörer. Und wir waren jetzt gerade bei der Vorratsdatenspeicherung und da, das ist ja einer der vielen Themen, mit denen Sie sich sehr ausführlich beschäftigen. Ja, das ist völlig richtig und das Problem bei der Vorratsdatenspeicherung wird eigentlich von den meisten Menschen gar nicht verstanden. Viele denken sich, naja, es ist ja egal, mit wem ich telefoniere, ich habe ja nichts zu verbergen, das ist ja nicht ganz wichtig und außerdem weiß man ja nicht, was ich dann gesagt habe bei einem Telefonat oder was der Inhalt eines E-Mails war. Es wird ja nur erfasst, wer mit wem kommuniziert hat. Das Problem dabei ist, dass aus diesen Daten quasi global Netzwerke generiert werden können. Wer hat, steht mit wem in Kontakt und aus dem kann man dann Rückschlüsse ziehen. Also die Gefahr besteht weniger im Inhalt selber, sondern aus der Interpretation der Daten. Es wird dadurch möglich, persönliche Beziehungen festzustellen und unter Umständen kann es auch dazu führen, dass man über mehrere Ecken vielleicht dann mit unsicheren Zeitgenossen, mit Verdächtigen, mit Kriminellen zu tun hat und kommt damit auch automatisch ins Netzwerk hinein. Man wird sozusagen von der Unschuldsvermutung kommt man in eine Art Schuldverdacht und aus dem man sich dann wieder frei beweisen müsste. Jetzt gibt's ja, ich glaube am 9. Juli hat da ja im EuGH eine Verhandlung gestartet, wo man also sich jetzt mal anschaut, ob das überhaupt mit dem europäischen Grundrecht zu vereinigen ist. Haben Sie da irgendwelche neuesten Informationen? Wo steht dieses Verfahren jetzt? Ich habe also jetzt keine neuen Informationen. Im Prinzip steht das Verfahren jetzt bei den Beratungen. Also es werden jetzt einmal die verschiedenen Argumente zusammengetragen. Es werden die Beschwerdeführer kommt noch zu Wort kommen, es kommen natürlich dann auch die Befürworter, also die Kommission
und auch die Staaten, um die es dann letztlich geht, zu Wort und können sich also hier äußern, warum sie glauben, dass die Vorratsdatenspeicherung unbedingt notwendig ist und nicht in die Grundrechte eingreift. Wie wird denn das argumentiert, dass das also nicht in die Grundrechte eingreift? Naja, es wird hier der Begriff der Verhältnismäßigkeit herangezogen und das ist natürlich richtig. Wir müssen uns im Klaren sein, Grundrechte stehen ja auch immer wieder im Widerspruch zueinander. Es ist natürlich ein Grundrecht wie zum Beispiel Versammlungs- oder Freiheit kann ja auch mit einem Grundrecht wie Schutz des Eigentums oder die Möglichkeit, frei seiner wirtschaftlichen Tätigkeit nachzugehen, in Konflikt stehen. Und im konkreten Fall geht es eben um die beiden Grundrechte Sicherheit und eben Kommunikationsfreiheit. Und dann wird halt argumentiert, dass man sagt, naja, wir greifen zwar ein in die Freiheit der Kommunikation, in die Freiheit der Lebensführung, aber es ist eh nicht so schlimm. Dabei muss man schon sagen, üblicherweise kann man Eingriffe nur dann rechtfertigen, wenn man einen konkreten Schuldverdacht hat, also einen konkreten Täter hat, den man beschuldigen möchte und über den man eben mehr herausfinden möchte. Dadurch, dass bei der Vorratsdatenspeicherung schuldunabhängig, verdachtsunabhängig quasi jeder hier ins Visier der Fahnder kommt, ins Visier der Sicherheitsbehörden kommt, gibt es sehr starke Argumente, dass man sagt, dieser Eingriff ist unverhältnismäßig. Es wird immer wieder argumentiert, so quasi auch als Beschwichtigung, jetzt auch bei den Veröffentlichungen von Snowden wurde dieses Argument immer wieder angeführt, aber es werden ja nur die Metadaten gespeichert, das heißt die Daten, welche Teilnehmer an einem Gespräch oder an einer Kommunikation beteiligt waren und nicht der Inhalt selbst. Mir drängt sich da aber schon ein bisschen die Frage auf, aber können wir uns da sicher sein? Naja, man muss hier eigentlich etwas tiefer schon anfangen. Diese Metadaten sind in Wirklichkeit viel wichtiger als die Inhaltsdaten selber. Die Metadaten geben uns zuverlässig Auskunft, wer hat mit wem Kontakt, wer steht mit wem regelmäßig im Kontakt. Ist ein Telefonanruf von A nach B, von einer Person zur anderen, hier zufälligerweise zustande gekommen oder ist das eine regelmäßige Freundesbeziehung, Wirtschaftsbeziehung oder eben eine regelmäßige kriminelle Beziehung? Und der Vorteil der Metadaten ist, ich kann sie automatisiert auswerten. Das heißt, ich kann, so wie eben das Snowden aufgezeigt hat, hunderte Millionen von Verbindungen auswerten und kann daraus so ein Muster, ein Netzwerk entwickeln und kann dann schauen, wo in diesem Netzwerk finde ich vielleicht verdächtige Personen, die habe ich über irgendwelche Terroristen und wer hat mit diesen Personen dann Kontakt? So kann ich quasi ganze Gesellschaften, ganze Milieus, die ich ansonsten eigentlich nicht herankomme, kann ich dann aufrollen und kann hier Einblick nehmen. Und wenn ich dann konkretere Verdachtsmomente habe, dann gehe ich auch in die Inhalte hinein. Dann öffne ich die Bankkonten, dann schaue ich, welchen wirtschaftlichen Tätigkeiten jemand nachgeht. Dann setze ich sozusagen zum Lauschangriff im konventionellen Sinne an. Aber vorher muss ich ja überhaupt wissen, wer ist eigentlich eine potenziell gefährliche Person? Und das mache ich über diese Metadaten. Wie ist denn da eigentlich in Österreich um die analytische Ebene bestellt, so jetzt im Vergleich zum Beispiel zu PRISM? Naja, da sind wir ja eine Insel der Seligen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Die Österreicher, also ich rede jetzt von den Geheimdiensten, vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, haben weder die technischen, wirtschaftlichen, noch auch ganz offen gesagt intellektuellen Kapazitäten, analytisch diese Daten auszuwerten. Die können das schlicht und einfach nicht. Können wir uns doch sicher sein? Ja, also bei dem Punkt können wir uns sicher sein.
Das heißt aber nicht, dass wir uns deswegen in unserer Privatsphäre sicher sein können. Beim Innenministerium gehen halt da Leute von den USA, von den Geheimdiensten ein und aus und die werfen halt denen ab und zu ein Häppchen zu. Das ist das Problem. Österreich ist aber so klein, dass wir eigentlich solche analytischen Auswertungen nicht brauchen. Österreich geht einen anderen Weg. Österreich sammelt Daten über unzählige Register, über Listen, Bevölkerungsregister, Firmenregistern, in der Landwirtschaft, das sind Gesundheitsdaten, also das alles wird in Register gesammelt und wir verwalten sozusagen die Bürger über diese Register und können sie dann auswerten. Andere Staaten wie die USA haben nicht so viele Register und die machen das dann eben über die Internetkommunikation. Wir haben ja auch sehr viele Zuhörer aus Deutschland. Können Sie auch irgendwas über, ein bisschen was über die Situation in Deutschland sagen? Ist die ähnlich? Gut, ist ja, wir sind Nachbarn, ist auch ein EU-Land. Also Vorratsdatenspeicherung ist nämlich in Deutschland natürlich genauso ein Thema. Ja, also die Vorratsdatenspeicherung ist natürlich in Deutschland auch ein sehr großes Thema. Dort wurde ja vom Verfassungsgerichtshof das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gekippt und bisher auch nicht neu umgesetzt. Hat ja auch, so viel ich weiß, doch einige Rüffel von Seiten der Europäischen Kommission nach sich gezogen. Ansonsten muss man sagen, die Geheimdienste Österreich-Deutschland kann man überhaupt nicht vergleichen. Also, die deutschen Geheimdienste sind dann natürlich sehr wohl in der Lage, sowohl auch technisch als auch personell hier zu lauschen, den Datenverkehr, den Telefonverkehr mitzuschneiden. Ich habe jetzt erst vor kurzem mit einem Polizeigewerkschafter gesprochen, einem Deutschen, der hat bejammert, dass sie zwar das Recht hätten, 20% des Internetverkehrs zu überwachen, derzeit aber halt nur 2% können. Aber immerhin, erstens können sie 2% und zweitens, wenn man ihnen mehr Geld gibt, könnten sie dann auch mehr machen. Also dort ist man eher in einer Situation wie die NSA, wie die US-Geheimdienste, verschärft eigentlich schon ein bisschen durch die deutsche Gründlichkeit. Also wie kommt man auf diese Zahl 20%? Warum dürfen die genau 20% abhören? Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja. Also ich gebe jetzt einfach nur das klar. Statement von diesem Polizeigewerkschafter wieder. Soweit ich weiß, haben die deutschen Geheimdienste sehr große und weitreichende Rechte, quasi den internationalen Verkehr zu beobachten. Also nicht den innerdeutschen, das ist im Wesentlichen verboten, wenn ich das so richtig verstanden habe. So wie es der NSA verboten ist, ja? Ja, so geht, es ist wirklich sehr ähnlich. Aber eben, was geht hinaus und quasi auch immer unter dem Deckmantel und dem Stichmantel, es geht hier um Terrorismusbekämpfung und als Terrorismus versteht man natürlich auch schon, wenn eine Firma Geschäftsbeziehungen hat mit einer anderen Firma, die vielleicht über weitere fünf Ecken mit irgendwelchen terroristischen Organisationen in Kontakt ist. Das heißt, das Interessanteste sind eben neben den E-Mail-Daten, den Telefonkommunikationsdaten, eben auch die Bankverbindungen, also deswegen wird ja auch der SWIFT-Geldverkehr genau analysiert, weil man sagt, dass wenn die Firma A zum Beispiel irgendeinen, sagen wir jetzt, afghanischen Kinderhilfsverein sponsert und dieser Kinderhilfsverein irgendwo eine vielleicht afghanische Schule betreibt und dies in der Schule aber in Wirklichkeit dann über noch zwei Ecken sich das Ganze als Terror Ausbildungscamp also irgendwie beteiligt ist, dann sagt man, die deutsche Firma ist ein Teil dieses Terrornetzwerkes. Also man kommt da relativ schnell in diesen Verdacht hinein. Gut, mit derselben Begründung könnte ich jetzt sagen, dass Apple ebenfalls eine terroristische Firma ist, weil es gibt sicher ein paar Terroristen, die Apple Computer verwendet haben irgendwo. Also das ist ja, naja, das ist ja das Absurde. Ja. Also, je mehr diese Staatsparanoiker über Terrorismus wissen,
desto mehr stellen sie fest, dass diese Terroristen sehr perfid sind. Also am Telefon drücken sie nicht die Terror-Taste und bei den E-Mails schreiben sie auch nicht oben immer hinein, Achtung, ein Terror-Mail. Und wenn man sie fragt, wozu sie ein Konto eröffnen, dann sagen sie auch nicht, das dient also zur Terrorismusfinanzierung, sondern sie tarnen sich als normale Geschäftstätigkeit. Sie kaufen ganz normale Computer, sie verwenden ganz normale Geräte, Autos und so weiter. Und im Nachhinein weiß man dann, hoppala, das Ganze war aber in Wirklichkeit nicht reales Geschäft, sondern eben war eine Vorbereitung für eine terroristische Tätigkeit. Das weiß man aber immer nur im Nachhinein. Das heißt, ich muss im Umkehrschluss jede noch so harmlose Tätigkeit dazu aufzeichnen, analysieren, weil sie könnte ja sich später mal als terroristische Vorbereitungshandlung erweisen. Und vielleicht ein Beispiel, wie absurd das Ganze wird, ist jedes Geschäft in Österreich, das über einen Barverkauf von mehr als 15.000 Euro geht, muss von der Firma nach den möglichen potenziellen politischen Hintermännern überprüft werden. Das heißt, wenn jemand, sagen wir jetzt die SUS, um mehr als 15.000 Bar einkauft, dann müsste der Verkäufer überprüfen, ob die vielleicht nicht für irgendwelche terroristische Handlungen verwendet werden. Das können wir auch gut vorstellen. Denken wir an bestimmte italienische Politiker, wie die also schon öfter Opfer von Musliminnen geworden sind, die sich da an ihn hier herangemacht haben. Ne? Also wir kommen hier wirklich ins Absurde hinein. Herr Zeger, glauben Sie, dass diese Techniken, die da eingesetzt werden, diese Strategie der Terrorbekämpfung, ist die Ihrer Meinung nach effektiv wenigstens? Nein, überhaupt nicht. Also sie werden, es passiert eigentlich, dass wir den Haufen an Daten unendlich anhäufen und uns eigentlich den Blick auf die Probleme, auf die eigentlichen Fragen immer mehr und mehr verstellen. Das Ganze ist ein bisschen eine Art Sedativum geworden für die Bevölkerung. Man stellt die naiven Leute ruhig und sagt, ja, wir tun ja eh was gegen den Terrorismus. Wir sammeln halt jetzt einmal Daten, um sie später einmal auswerten zu können. In Wirklichkeit werden immer mehr Daten gesammelt, die man immer schlechter interpretieren kann. Man kann dann zwar immer wieder einzelne Personen oder einzelne Fälle herauspicken, aber man bekommt kein Gesamtbild. Und darüber hinaus, weil das eben so teuer ist, so aufwendig ist, entwickeln eben diese Einrichtungen, diese Geheimdienste, einfach supranationale Positionen. Also sie werden völlig unkontrolliert und abgekoppelt von Politik und Gesellschaft. Und in Wirklichkeit sind es Keimzellen des Terrorismus, schlicht und einfach. Und mehr Daten bedeuten dann auch nicht, dass ich jetzt die Nadel eher finde, sondern dass ich eher den Heuhaufen größer mache. Ja, also man haut einmal einen Haufen Müll auf einen Haufen und wundert sich, dass ich eigentlich das, was ich wirklich brauche, nicht mehr suche. Und es gibt natürlich Alternativen. Die Alternative wäre, dass ich dort schneller, effektiver und natürlich auch entsprechend technisch ausgerüstet eingreife und zugreife, wo ich einen konkreten Anfangsverdacht habe. Das heißt, ich brauche eigentlich auch eine Gesellschaft, die hellhörig ist und von einem Verdacht aus, der natürlich konkretisiert werden muss, also es geht nicht ums Vernadern von jedem Nachbarn, der zu laut ist oder vielleicht einen Hund hat oder keinen Hund hat, dass ich dann eben, wenn ich konkrete Hinweise habe, dass ich denen schnell und effizient nachgehe. Und das muss ich ganz offen sagen, also ich bin sicher auch jemand, der sich von der Sicherheitsbehörde erwartet, dass es kriminelle Subjekte ausforscht und letztlich auch zur Verantwortung zieht. Ich erwarte mir aber auch gleichzeitig von der Sicherheitsbehörde, dass sie den harmlosen Bürger in Ruhe lässt. Jetzt noch vorher zur Überwachung im öffentlichen Raum ist ja auch immer diskutiert, also Kameras etc. Ein relativ neues Thema sind ja Drohnen. Man kann inzwischen für ein paar hundert Euro äußerst effektive Drohnen mit HD-Kameras und Zoom kaufen.
das wird ja wohl auch irgendwann einmal für die Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden. Wie sehen Sie denn das Thema? Haben Sie sich da schon damit beschäftigt oder ist das noch zu weit in der Zukunft hier in Österreich oder wie sehen Sie das? Naja, also man muss ganz klar sagen, das ist ein Riesenthema mittlerweile. Es wird auch in Österreich dazu sehr viel geforscht, es wird sehr viel Geld ausgegeben dazu. Europaweit gibt es da ein Projekt, ein Programm, das noch immer viel zu wenig bekannt ist. Das ist das sogenannte INDECT-Programm. Und da geht es letztlich um automatisiertes Auswerten und Kategorisieren von Verhalten der Öffentlichkeit. Das mache ich einerseits mit stationären Kameras. Das hat aber den Nachteil, dass die halt sehr unbeweglich sind und der wirklich etwas zu verbergen hat, geht halt dann ums Eck und dort steht halt meistens dann keine Kamera mehr. Und damit ist schon wieder vorbei mit den automatisierten Auswerten. Und dazu werden sicher Drohnen in Zukunft, und zwar in naher Zukunft, ein sehr, sehr großes Thema darstellen. Wobei ich mir auch hier wieder relativ sicher bin, dass die Österreicher das nicht erstemmen werden. Also da wird zwar einiges an Know-how vielleicht aufgebaut, aber operativ wird das nicht zum Einsatz kommen, schon alleine, weil Österreich so in kleinste und kleine Landesfürstentümer zerlegt ist, dass wahrscheinlich so eine Drohne nicht einmal die Überflugsgenehmigung der Grenze zwischen Wien und Niederösterreich oder Steiermark und Niederösterreich bekommen wird. Also die Österreicher stellen sich da Gott sei Dank auch immer wieder selbst ihre sich das Bein. Da hätte der Amtsschimmel einmal auch eine positive Seite, das ist sehr gut. Naja. Wobei vom Know-how her würde ich sagen, es gibt ja in Wiener Neustadt diese Firma, die ja international Drohnen liefert. Also vom Know-how sind wir eigentlich eh ganz gut. Ist Österreich wirklich top, ja, sind hier wirklich führend und die exportieren das auch in verschiedene mehr oder minder seriöse Länder in einem großen Umfang. Und sind da also wirklich führend dabei. Also das ist absolut richtig. Innerhalb von Österreich stelle ich mir den Einsatz eher nicht wirklich funktionsfähig vor. Ja, außer zum Beispiel, es gibt ja auch positive Seiten, ne? Wenn also jetzt irgendjemand vermisst wird im Wald und so, da gibt es ja so diese Beispiele. Nicht positiv, ehrlich gesagt, weil natürlich freuen wir uns, wenn sich die Behörden gegenseitig so blockieren, dass sie nicht die Überwachung der Bürger ausufern lassen können. Aber sie machen das ja nicht absichtlich und sie vernachlässigen ja auch andere Aufgaben, die ja so sehr wohl sinnvoll wären. Na, ich meine positive Seiten der Drohnentechnologie. Eben jetzt, wenn bei diese berühmten Beispiele, wenn man da irgendwas... jemand geht im Wald verloren oder irgendwo in der Prärie, wo es unmöglich ist, jemanden zu finden, und dann kann man Drohnen losschicken, die autonom agieren und die suchen dann jemanden. Also was ich damit sagen möchte, ist eigentlich nur, dass es auch die Drohnentechnologie eben eine Technologie ist und es immer darauf ankommt, wie man sie einsetzt. Ne? Und es natürlich auch positive Einsatzgebiete gibt. Für die Forschung zum Beispiel, ich meine, am Mars fährt jetzt gerade eine super Drohne herum, die ein kleines Labor eingebaut hat. Aber natürlich, dann gibt es natürlich Sachen, wo also das Messer zum Mordwerkzeug wird und das ist dann nicht so toll. Ja, also das stimmt schon. Natürlich, ich kann hier positive Aspekte finden. Man muss ja halt schon schauen, wo wird wirklich sehr viel Geld investiert, sowohl in der Ausstattung, in der Entwicklung dieser Produkte, und das geht halt dann schon eindeutig in einen militärischen oder nachrichtendienstlichen Bereich hinein. Und dass sich also jemand in der weiten Prärie des Machfelds oder vielleicht in den irgendwo verloren geht, das ist für mich nicht so ein realistisches Szenario. Lawinen suchen und so. Okay, da. Christian, du willst noch? Ich habe noch eine Frage zur Vorratsdatenspeicherung. Nachdem wir sie jetzt knapp über ein Jahr haben, gibt es eigentlich schon Erkenntnisse darüber, ob sie was genützt hat? Naja, das ist halt immer ist letztlich eine ideologische Frage. Ne? Natürlich wurden die Daten einige hunderte Male abgerufen, also angefordert, und man hat natürlich auch mit Hilfe dieser Daten dann auch Täter entsprechend
identifizieren können und eben dann zur Verantwortung ziehen können. Also das ist völlig eindeutig. Die Frage ist aber ja nicht, ob das grundsätzlich es irgendwelche Fälle gibt, dass es was nützt. Ja, weil es gibt wahrscheinlich keine einzige sicherheitstechnische Maßnahme, die nicht irgendwann auch einen Nutzen bringen würde. Und ich habe auch schon gehört, dass 70-jährige Bankräuber vor einer Bankfiliale also mit ihrem Gehstock zum Stolpern gebracht haben und dadurch wurden sie gefasst. Ich halte es trotzdem nicht für so eine gescheite Idee, 70-Jährige jetzt massenhaft vor Bankfilialen aufzustellen. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, rechtfertigen die Barergebnisse, und es geht da eher um Einbrecher, es geht hier um natürlich um Delikte, aber eben nicht um organisierte Kriminalität oder um Terrorismus, sondern eben um Alltagsdelikte, rechtfertigen die Aufklärung dieser paar Delikte, hunderttausende gleichartige Delikte wurden nicht aufgeklärt, diesen massiven Grundrechtseingriff und diesen massiven Schuldverdacht von allen Bürgern. Jetzt kann ich natürlich sagen, lieber ein Delikt aufgeklärt als keines. Ich muss aber auch sagen, könnte ich nicht durch andere Maßnahmen viel mehr Delikte aufklären, und das glaube ich sehr wohl. Mhm. Abschließend vielleicht noch in dem Video, das wir auch verlinkt haben, das also der Chris mit Ihnen gemacht hat, da sagen Sie, dass eigentlich der logische Endpunkt dieser Entwicklung und vor allem auch dieser Unsicherheit oder dieses übersteigerten Sicherheitsbedürfnisses ist, dass wir alle einsperren müssen. Ja, das ist ja auch, also wenn man mit Polizisten nur lang genug redet, ist das ja denen letztlich auch ihre Vorstellung. Ja? Also ja, der einzig sichere Bürger ist der eingesperrte Bürger, und es würde ja auch die Täterfahndung erleichtern, ne? Weil jeder, der etwas zu verbergen hat, würde versuchen, sich dem Gefängnis zu entziehen, und jeder, der davonläuft, von dem weiß ich, das ist dann ein Täter. Also das ist dann ein, wir geraten immer mehr in eine Gesellschaft, die jetzt nicht vielleicht durch Betonmauern die Leute einsperrt, aber durch ein sehr kompliziertes Netz an Regeln, Vorschriften, Vorgaben, sie so weit einengt, dass sie eigentlich sich nur mehr noch in einem gläsernen Labyrinth bewegen können. Denken wir nur einfach daran, es ist für viele Kulturen üblich, auf der Straße sich zu treffen, vielleicht dort mit sich einen Sessel hinzusetzen, zu viert oder zu fünft einfach zu plaudern oder sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Also das gibt es einfach in vielen Ländern. In Österreich ist das eine Verwaltungsübertretung. Also man darf nicht auf der Straße stehen bleiben einfach. Am Gehsteig meine ich, also nicht auf der Fahrbahn, so ist es sehr verständlich, aber ich darf am Gehsteig nicht stehen. Das wissen wenige. Ich darf auch am Gehsteig nicht laufen. Das wissen noch weniger wahrscheinlich. Ich darf am Gehsteig auch nicht zu viert oder fünf zusammenstehen. Das darf ich alles nicht. Halt. Das ist ernsthaft so. Ich darf am Gehsteig nicht stehen? Ja, natürlich nicht. Nicht unbegründet. Ich darf vor eine Schaufensterscheibe mich hinstellen und darf da vielleicht jetzt einmal ein paar Sekunden reinschauen, aber ich muss dann nach einer gewissen Zeit dann weitergehen. Und einfach nur herumstehen darf ich nicht. Aber ich darf auch nicht laufen dann, also ich muss gerade gehen. Laufen darf man auch nicht, wieder. Warum ist das so? In beiden Fällen sozusagen stört man den normalen Verkehrsfluss. Und der Gehsteig ist definiert als Verkehrsfläche, über den ich nur, also wo ich nur ganz bestimmte Dinge machen kann, und zwar in angemessener Eile mit so quasi wie alle anderen auch mich vorwärts bewegen. Das darf ich. Und alles andere ist schon verboten. Und es wird nicht immer natürlich exekutiert. Oft, also wenn einer vielleicht im Anzug einmal ein bisschen länger stehen bleibt, dann wird man ihm das lassen. Aber wenn das jetzt jemand ist, der typisch ausschaut wie ein Sandl und man will ihn weghaben, habe ich damit eine Regelung, die das erlaubt. Ich finde das wunderbar. Das ist die Lösung der Wirtschaftskrise. Wir sperren alle ein, die länger als, sagen wir, 10 Sekunden auf dem Gehsteig stehen. Die müssen dann im Gefängnis arbeiten. Wir sind auf einmal wieder konkurrenzfähig mit China, weil die natürlich für 2-3 Euro in der Stunde arbeiten. Total, das ist gut. Wo ist denn da das Problem?
Ja, nein, also wenn man es konsequent macht und zynisch genug ist, ja. Also, ja, so an Zynismus kann ich dem auch zustimmen. Fällt es da nirgends mehr. Ich meine, das ist, ja. Ja, Herr Zeger, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Also Dr. Hans Zeger, der Vorstand der AG Daten und viele andere Dinge. Ich habe da ja auf der Website noch ein paar Informationen von Ihnen. Danke und ja, würde mich freuen, wenn wir vielleicht das öfter machen können, dass wir da ein bisschen über dieses Thema sprechen, weil ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich eine Zeit lang noch sehr wichtig bleiben. Ich denke auch. Ja, ich danke auch für die Möglichkeit, darüber zu plaudern, und es hat mich sehr gefreut. Ja, danke. Wiederhören. Wiederhören. Schönen Abend. Ja, so ist es. Ich glaube also wirklich an Zynismus fällt niemandem da. Das habe ich aber wirklich nicht gewusst, dass man am Gehsteig nicht. Nein, das habe ich nicht gewusst. Das ist eigentlich eine obskure Vorstellung. Was passiert euch, wenn man dann am Gehsteig Rad fährt? Ist das nicht dann schon fast ein Kapitalverbrechen? Ja, die sind so schnell weg. Die erwischt man ja dann nicht. Oder aber wir können mit dem Rad auf dem Gehsteig steht, das ist ja dann völliger Wahnsinn. Aber wir probieren das jetzt nachher aus. Wir stellen uns draußen 10 Minuten hin. Ja, machen wir das einmal. Schauen wir mal. Und wenn es in 14 Tagen kein Grab FM mehr gibt, dann ist sehr klar, was passiert. Wegen Stillstand eingesperrt. Was ja eigentlich Wahnsinn ist, normalerweise kommt man durch Stillstand ganz nach oben in der Politik. Ach, was weiß ich. Da kenne ich mich nicht aus. Ja, es gibt ja auch, dann ein Hörer hat mich, ich glaube, er hat es im Forum gepostet, ich weiß gar nicht, hast du davon gehört, dass da gibt es eine Werbeaktion von Samsung, von so Anekdoten und apropos Zynismus. Jay-Z, das ist so ein Rapper, der hat seinen neuen Song zum Gratis-Download angeboten, aber die App, die das ermöglicht, hat dann auch gleich Daten gesammelt von Millionen von Leuten. Von der konkret kenne ich nichts, aber wenn du dich normal in App Stores umschaust, was die Apps tun mittlerweile, was die im Hintergrund, so im Kleingedruckten quasi, worauf sie Zugriff und so weiter wollen, ist es ein Wahnsinn. Also es ist ja auch was bei Prism ist, dass auch Apple mit im Bunde zum Beispiel sein soll und Google ist ja auf jeden Fall auch dabei. Also das heißt, was allein. Heute war in der Nachricht, dass auch Microsoft große Überraschung an die NSA-Daten immer. Ja, das hätte man jetzt aber. Also wirklich, ich habe gedacht, wenigstens die. Nein, eine Welt bricht zusammen. Ja. Mindestens eine. Ja, es ist, man muss sich das einmal in einer anderen Richtung auch überlegen, ob diese US-Firmen, die ja auch ihre Cloud-Angebote gerade in Europa wie die Blöden unters Volk bringen wollen, ob die nicht vielleicht aber wirtschaftliche Probleme kriegen könnten, weil sie doch einen Vertrauensverlust haben. Es könnte sicher jetzt jemand gegen diese Angebote entscheiden. Microsoft behauptet immer, alles wird in Europa gespeichert, es gibt keine Backups, was ein Scheißtrick war, Entschuldigung. Aber dass diese Firmen auch irgendwie in Europa zumindest ein bisschen an wirtschaftlichen Boden verlieren könnten, wäre ein gutes Zeichen einmal. Ja, aber solange sich alle nur über die oberflächlichen Dinge, die so passieren, dann unterhalten und was man jetzt mit dem Snowden macht und wie lange er noch in Moskau auf diesem Flughafen sitzt, bin ich da jetzt auch ganz ohne Zynismus eher skeptisch. Aber du siehst ja auch, wo die Richtung hingeht, wenn du das Ganze so nimmst. Also Cloud, wenn wir das jetzt nochmal kurz aufgreifen, du sollst ja alles nur mehr online speichern, auch deine E-Mails, also deine Word-Dokumente, alles nur mehr online. Es ist ja total praktisch. Es ist so, ich meine, was soll das? Keine Frage. Also es ist wirklich praktisch, wenn du auf einen beliebigen Computer hingehst. Aber dass die NSA heute halt vor dir schon weiß, was du geschrieben hast. Wenn du das ausdruckst, sie haben es, bevor der Druck aus dem Printer ist. Sage ich jetzt einmal, ja. Ja, natürlich. Nein, es ist, du gibst ja im Endeffekt Bevor ein Mail bei mir ankommt, hat der Provider natürlich schon Zugriff darauf, ja. Wir geben ja sehr viel ab, ganz einfach, an Stellen, wo wir nicht sicher sein können, was mit den Informationen dann passiert. Und das tun wir freiwillig. Jetzt Frage an dich, also glaubst du auch, dass also tatsächlich die Inhalte nicht abgefragt werden oder gespeichert werden? Weil ich, ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein Blödsinn, also das ist eine reine Kapazitätsfrage, glaube ich. Ja. Und jetzt gibt es da ja dieses Data Center in Utah, das ja einfach gigantische Ausmaße hat, das jetzt dann fertig ist oder fertig wird. Es ist jetzt wirklich reine Spekulation, also von der Tendenz her würde ich sagen, ja, aber es ist wirklich eine
Kapazitätsfrage, ob es tatsächlich jetzt auch alles ausgewertet wird, also in Echtzeit, ist eine Frage. Aber dass zumindest, ich kann mir vorstellen, dass gespeichert wird und im Bedarfsfall, wenn sich aus irgendeinem anderen Muster etwas ergibt, dann zumindest eine Zeit lang, ne, ja. Dann hast du die Kapazitätsgeschichte ein bisschen gemildert. Wobei, da gibt es viele, viele technische Probleme, zum Beispiel die Kapazitäten an Datenleitungen, die du brauchst, um das als zu diesem Sender zu führen, du müsstest eigentlich die gesamte Kapazität verdoppeln. Also immer, wenn irgendwo eine Anlage für Endkunden gebaut wird, musst du nur einmal fast so eine Anlage hinstellen für die NSA oder wem auch immer, um dann das Ganze zentral zu erfassen. Also da gibt es natürlich einen Haufen Probleme. Du hättest quasi ein Backup vom gesamten Internet zu Hause. Also die NSA. So könnte man das ja wieder gut verkaufen. Ja. Es ist also Vorratsdatenspeicherung und Sicherheit. Also falls Sie Ihre Daten verlieren, wir haben sie noch. Und die Root-Server stehen ja auch in Amerika, wenn ich mich nicht irre. Vom Web. Einige auf jeden Fall. Also, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, einige. Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage. Ja, je zentraler du irgendwo Zugriff hast, desto einfacher. Dann ist auch das dann brauchst du halt eine ganz dicke Datenleitung, die dann halt in das Datacenter geht, aber das ist einfacher zu bewerkstelligen als da ganz viele Knoten. Ah, okay, es ist eine Kapazitätsfrage. Es ist spekulativ, ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass momentan wirklich in Echtzeit jetzt gleich auch alles ausgewertet wird, aber ich kann es mir sehr wohl vorstellen, dass mitprotokolliert wird für den Bedarfsfall. Mhm. Na, warten wir halt auf den nächsten Whistleblower. Ich denke mal, der kommt wie das Amen im Gebet. Und dann werden wir ja wahrscheinlich schlauer sein. Und vieles, was jetzt spekulativ ist. Es ist jetzt auch spannend, wie es mit dem Snowden weitergeht, ganz einfach. Ja. Es ist die Diskussion um ihn nicht uninteressant. Nein, ist sehr interessant. Ja, ist er jetzt Hero oder nicht? Oder was hat er falsch gemacht? Oder was? Also, nachdem er so gejagt wird, muss was an ihm dran sein. Irgendwo. Ganz toll finde ich das Argument, er ist unglaubwürdig, weil er flüchtet. Aha. Er lässt sich nicht lebenslang einsperren, vielleicht sogar mit Todesstrafe bedrohen, für das, dass er eigentlich Dinge, die überhaupt nicht passieren sollte, an die Opfer weitergibt. Richtig. Aber er ist unglaubwürdig, weil wenn er es ganz ehrlich meinen wird, ganz, ganz ehrlich, und katholischer als der Papst wäre, dann würde er sich auch gleich einsperren lassen. Und das ist so ein Schwachsinn. Echt, ich meine, da fällt mir nichts mehr ein. Prison ist im Endeffekt nur ans Licht gekommen, weil im Snowden auch aufgefallen ist, dass Amerikaner bespitzelt worden sind. Es ist ihm nicht um die Europäer gegangen im ersten Schritt. Ja, ja. Es ist nur darum gegangen, dass da auch Amerikaner dabei waren und deswegen ist es mehr oder weniger mal ans Licht gekommen. Na, weißt du, also ähnlich wie in Deutschland dürfen die das ja nicht. Es ist also nur die, was über die Landesgrenze geht. Gut, da natürlich auf der anderen Seite sitzt dann oft der Amerikaner. Das ist dann halt Kollateralschaden. Das geben sie aber auch zu, das haben sie auch immer zugegeben. Es macht da nichts, dass vor ein paar Monaten noch, ich glaube, da ein sehr hohes Vieh im amerikanischen Agency-Sumpf, vom Kongress, glaube ich, war der Kongress, das habe ich leider nicht mehr so parat, aber dass das also nicht passiert, keine Amerikaner abgehört werden, jetzt ist klar, das passiert. Eigentlich ist das, also in so einer Situation eine Falschaussage zu machen, ist eigentlich ein Verbrechen, passiert aber nichts. Aber ich meine, gut, ich würde einmal sagen, wenn die Amerikaner ihren Abgeordneten das immer nur glauben, dann sind sie selber schuld. Oder glauben wollen. Ich glaub, oder glauben wollen. Da geht es um glauben wollen. Das ist schon klar. Also, ich meine, ich weiß nicht, es ist ja relativ klar, dass da meiner Meinung nach halt, dass zumindest in einem gewissen Umfang eben vielleicht nur 20% oder nur 2% auch Inhalte gespeichert. Logisch, wenn einmal quasi ein Target fixiert ist, werden das sicher die Inhalte auch gespeichert. Ich nehme mal an, schau, Probleme haben ja die Geheimdienste. Aber vielleicht nicht, ich kann es nicht weiß. Wir wissen es nicht, aber Probleme haben die Geheimdienste nicht. Sie würden es ja gern wissen, sonst hätten wir niemals über einen Bundestrojaner oder solche Dinge gesprochen. Ja, ja, ja. Also sie hätten schon gern alles, was du auf deiner Platte hast. Im Chat ist jetzt auch so interessante Frage, wenn das nichts bringt, warum machen die das dann? Deshalb jetzt auch abschließend an dich die Frage, dann werden wir dieses sehr warme Studio verlassen. Cui bono? Also, warum machen sie es? Weil sich die Maschine teilweise schon verselbstständigt hat? Gehe ich einmal in einen gewissen Rahmen aus, und weil es ist eine Paranoia-Frage. Was heißt, die Maschine hat sich verselbstständigt? Die möchte das jetzt? Oder der was? Mechanismus jetzt, der hält sich mittlerweile selbst am Leben, sage ich mal. Da fließt viel Geld. Ja. Natürlich, es fließen unglaubliche Summen und es ist ganz einfach aufgrund dieser Terrorhysterie sehr viel möglich geworden. Warum sie es machen,
Ich habe jetzt keine Verschwörungstheorie parat, die auf Ausrottung der halben Menschheit oder sowas hinausläuft. Ich denke, dass die Maschine an sich schon so in ihrer eigenen Ford drinnen ist, diese gesamte Geheimdienstmaschine, dass das ein eigener Komplex ist, der seine eigene Dynamik ganz einfach hat und wie ein Zug manchmal halt nicht so einfach zu stoppen ist. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber der Zug ist halt auch wirklich mit Wucht und mindestens 3 Loks vorhin in Gang gesetzt worden, nach einem Anlassfall, ja, vor allem, also Homeland Security und so weiter. Natürlich, Amerika ist wieder mal der Vorreiter gewesen, aber da kommt ja auch die ganze Computertechnologie her. Also. Wohin der Zug allerdings fährt, bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil es geht nicht, dass wir eine Gesellschaft werden, in der wir alle nur mehr überwacht sind, oder wie wir vorher gesagt haben, dass wir alle im Gefängnis sitzen, wenn wir dann sicher sind. Das ist keine Gesellschaft mehr dann. Vor allem, also, dann müssen wir die Polizisten am Ende auch einsperren. Wenn natürlich, weil die muss ja auch wer überwachen dann. Ja, das ist ja klar. Gefährlich, ne, wenn die dann alarmfrei herumrennen. Das Blöde ist halt, dass es da halt dann verschiedene Levels gibt, der Gutartigkeit von Menschen, nennen sie mir mal so, die Überwacher, die besser sind als die anderen. Es gibt ja immer jemanden, der entscheidet, was für die anderen gut oder schlecht sein soll. Und das ist ja auch das Problem. Ja, und eben so unsere Grundwerte, Kapitalismus, Freiheit und Demokratie, schaut schlecht aus, finde ich, wenn die Entwicklung weitergeht. Richtig. Es sind gern besprochene Themen, aber wie wir feststellen müssen, wir können 1000 Datenschutzgesetze haben. Wir können alles Mögliche in die Bürgerrechte drinnen haben. Datenschutz ist Menschenrecht. Das kann Amnesty 100-mal schreien. Wenn sich keine Sau daran hält und es keine Konsequenzen gibt für das Nicht-Daranhalten, dann sind wir alle arme Schweine. Ja. Gut. Ich danke dir für dieses doch etwas deprimierende Gespräch zu diesem aber doch sehr spannenden Thema. Aber es war mir trotzdem eine Freude. Es war trotzdem lustig. Ja. Ich hoffe, es hat auch vielleicht für ein paar Anregungen braucht er verschiedenste Perspektiven auf dieses Thema zu entwickeln. Bedanke mich natürlich auch bei allen fleißigen Chattern. Das nächste Mal CropFM geht in einer ähnlichen Richtung weiter. Es wird die letzte sein vor der Sommerpause, in der ich dann, wie gesagt, meinen ganzen Umzug antrete. Wilhelm Reich und Gesellschaftskritik, Bernd Zent wird dazu Gast sein und es wird eine Symbiose der bisherigen 4 Sendungen mit ihm sein. Also wir haben da 2 gehabt über die Geldpolitik, wenn man so möchte. Dann hatten wir eben 2 über Wilhelm Reich und in dieser Sendung, glaube ich, werden sich all diese Dinge vermischen und natürlich auch eine Seite von Wilhelm Reich gezeigt werden, die vielleicht jetzt ein bisschen jenseits von Orgon nicht so bekannt ist, aber mindestens genauso spannend ist, finde ich. Bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 26. Juli 2013. Bis dorthin, macht es gut.